So. Ja, also für alle anderen, die jetzt gerade zuschalten, beziehungsweise jetzt ankommen, ich spiele mit dieser Jackson Runde GTA. Jo. Moinsen. Und lasst uns Spaß haben, die Kacke beginnt. Auf jeden Fall. Ja, ich weiß gar nicht, was wir jetzt genau machen wollen. Wir sind ja gerade beim Paint and Spray, aber das bringt uns ja nicht so viel. Wollen wir einfach ein bisschen Missionen und so machen? Ja, genau, ja klar, logisch. Also irgendwie Action. Entweder Mission oder mit irgendjemand anderem da zusammen irgendeinen Scheiß, genau. Genau, also ich rufe jetzt einfach hier mal Simeon oder Simon, wie auch immer, an. Der kann eigentlich ganz coole Jobs immer uns geben und dann können wir ein paar kleine Missionen machen. Sehr geil. Nebenbei gucke ich mir mal deine geile Karre an. Was hat die gekostet? 750.000. Alter, was? Ist aber auch einer der besten. ich weiß nicht, hast du jetzt noch gar keine Waffen, oder? Nein, meine kleine Knüffel, die reicht mir aber. Ich bin cool, Junge, Gangster. Ich würde einfach sagen, wenn du ein bisschen Geld hast, fahren wir einfach mal zum Waffenladen, weil da gibt's relativ viel Geballer immer. Also es gibt auch Missionen, wo wir jetzt nicht so viel schießen müssen, aber wäre vielleicht dann ein bisschen nützlich, wenn du dann eine ganz gute Knarre hast. Im Zweifelsfall kann ich dir auch eine hindroppen, aber ich habe selber nur eine oder zwei, glaube ich. Deshalb. Strip Club ist jetzt verfügbar, sehr cool. Das ist natürlich ganz wichtig. Achso, der Strip Club, das ist ganz wichtig. So. Dann komm, gehen wir ganz kurz hier hin. Achso, kleinen Moment. Weapon loaden. Kannst ja einfach mal gucken, ob du irgendwas findest. Also jetzt gucke ich mal, also E für Waffe an. Ah, jetzt, okay. Ich guck grad mal. Ja, das ist, nee, ich kann mir nur Kleinzeug kaufen. Du musst, glaube ich, einfach an doch, der Wand nach oben, genau. Nee, kann ich aber nicht. Nee, ist alles noch nicht verfügbar. An der Seite? Nur die Mikro-MP, die kann ich. Und an der Seite da ist noch, an der anderen Seite gibt's auch noch Waffen. Ah, okay, ja, ich sehe gerade. Eine Schrotflinte, nee, das bringt's nicht. Aber hier Spezialkarabiner. Die habe ich auch, die ist eigentlich relativ gut. What a lovely fucking couple. Die ist gut, ja, scheiß drauf, kaufen wir die halt mal. Also die ist echt ganz gut. Und jetzt noch ein paar Schuss, würde ich sagen. Genau. Wie viel Schuss kannst du da nehmen? Ich glaube, du kannst relativ viel nehmen. Und du kannst auch Schalldämpfer und so drauf machen. Aber musst du jetzt auch nicht. Also ich weiß jetzt nicht gerade, wie viel Geld du momentan hast. Jetzt gehe ich raus. Ne, ich habe noch ein bisschen was, ja. 670.000. Ja, gut. Dann. Lass rocken. So, jetzt gehen wir zurück. Okay, also jetzt müsste ich die haben. Jetzt gehe ich mir einfach mal auf raus. Jetzt gucke ich mal, ob ich die... Achso, nee, ich kann sie jetzt noch nicht anwählen, bestimmt, weil ich jetzt noch im Knarrenladen bin. Genau. Kannst aber hier rauskommen und dann... Klar, ich hätte mir jetzt noch Panzerung kaufen können, aber... Ich habe einen eingehenden Anruf. Warte mal, ich muss mal gucken. Nee, will ich nicht. Hey, you like the new car? So, ich weiß nicht, ob ich jetzt überhaupt einen Job habe. Also soll ich einfach mal den Job annehmen und dich dazu einladen? Genau. Okay. Ich setze mich mal bei dir rein. Genau, dann tu das mal. Jobliste. Wir müssten den jetzt hier... 1 bis 4 Spieler, perfekt, dann können wir die auch zu zweit machen. Ja, genau. Jetzt bist du abgehauen. Genau, ich lade dich jetzt gleich hier in diese Mission ein. So. Und du müsstest jetzt gleich auf deinem Handy eine Einladung bekommen. Genau, genau. Okay, Moment, das weiß ich mittlerweile, wie das funktioniert. Ach, perfekt. Jobliste, diese Jax, ja genau. Perfekt. Nehmen wir mal an, wa? Ah, Lichtle ist jetzt sogar gerade auch online gekommen. Oh yeah, nice. Ziemlich geil. Also ich weiß. So, kleinen Moment. Also ich will auf keinen Fall ein Radio drin haben. So. Nee, wegen GEMA und so. Ja, genau. Nervt voll. Aber ich habe mittlerweile, glaube ich, auch aus des Zeugs. So, Anfangswaffe, unbewaffnet. Ja, Spezialkarabiner. So, leichte Panzerung kaufe ich mir auch noch. So, jetzt treten hier noch 2 andere Leute bei. Genau, ich hoffe, das sind keine... Ja. Penner, ich sag's jetzt einfach mal so. Ja, ja, ist schon. Du kannst ja auch dein eigenes Radio übrigens jetzt hier in GTA auch machen, ne? Ja, das war aber immer so. Das war schon seit GTA 3. Nee, ich meine mit deiner eigenen Musik. Ja, ja, mit MP3s im Ordner und so. Ja, klar. Okay, gut. Ich wusste nicht, dass es am PC schon mit den anderen GTAs ging. Ich wusste jetzt nur, dass es... Okay, gut. Mission. So, mal schauen, was wir... Okay, wir müssen jetzt wahrscheinlich da hinten zu dem Punkt fahren. Hol die Autos zurück. Wir müssen irgendwelche Autos klauen. Oh, was macht er? Er hat sich erstmal auf die Schnauze gelegt hier. So, zack. Ich würde mal sagen, wir bleiben beide zusammen, weil wir genau wissen... Genau. Ah, du stehst schon im Auto, okay. Genau, das... Okay, Moment.
So, ja, okay, in das Auto passen nur zwei rein. Pech. Pech, ja. Hässlicher Bitchboy. Ups, das wäre natürlich jetzt... Ich weiß gar nicht, wie viele Autos... Wir müssen zwei Autos holen und die bewegen sich. Das wird nicht einfach. Ich guck schon mal hier, ob ich irgendwie... Ja, ich kann ja nebenbei schießen, genau. Du müsstest aus dem Fenster rausschießen können, ja. So, hoffen wir mal, dass wir eins von den Autos bekommen. Wahrscheinlich ist es so gedacht, dass sich jeweils halt immer zwei ein Auto holen. Achso, okay, ja. Wir müssen zwei Autos jetzt irgendwie holen. Sind auch zwei auf der Map. Na, aber guck erstmal, also jetzt probier gleich mal auf die zu schießen halt. Müssen wir halt gucken, ob wir auf die schießen sollen oder müssen. Nicht deswegen. Ich einfach mal. Ja, ne, ich meine, man muss ja nun nicht kaputt. Komplett kaputt schießen. Ja, ja, klar. Also ist für die Fahrer irgendwie Fahrer rausballern. Hin, auf jeden Fall. Gib Stoff, Junge. Da vorne ist die erste Karre, nee, ich orientiere mich. Ja. Mach hin. Nee, da ist sie. Ah, das ist ein Truck oder was ist das? Nein, fahr weiter auf der linken Seite, genau. Und ich guck schon mal. Ah, da ist er. Ist er schon tot? Ja, Kopfschuss. Gut, dann steigen wir um. Ja. Willst du fahren? Ja, klar. Logisch. Ja, dann fahr du mal. Kleinen Moment. Wir haben jetzt die Bullen am Hals, das heißt, die müssen wir jetzt wahrscheinlich loswerden. Bei uns. So, let's go. Gut, die sind jetzt zum gleichen Auto wie wir gefahren. Oder wir müssen sogar nur eins holen. Ja, dass die anderen den Rest machen. Dann fahren besten jetzt... Oh, ist die Kiste langsam. Dann fahren besten ja, gleich dahin fahren, wa? In irgendeine Seitengasse oder so. Nee, das ist mein Wegpunkt noch. Und das wird zu den Autos Ach so. Kommen. Okay. Besten fahr in irgendeine Seitengasse oder so. Das wir jetzt am besten erstmal die Bullen loswerden. Machen wir. Hier, das ist die geile Umdrehtaktik von GTA. Ja. Ich liebe sie ein bisschen. Oh, da kommt ein Bullenauto. Okay, da siehst du mehr als ich. Auf der Map, ja, unten. Okay, dann. Kleinen Moment. Oh, sie ballern auf uns. Unschön. So. Weg. Ja, wir müssen so, und jetzt hier einfach runter, wa? Achso, da ist das Bullenauto. Ich sehe es gerade, weiß nicht, ob da Wasser ist. Wir müssen... ich hoffe mal, sehen die uns noch. Ja, die sehen uns noch. Achtung, da ist Wasser. Nicht, dass wir jetzt ins Wasser fahren, weil dann... Ja, okay. Gefehlt. Nee, bleib das mal hier fahren, ein bisschen so gut, vorfahren. Ja, ich bleib... Ja. Ein bisschen zurück. Ja, genau. So. Ich hoffe mal, ich hoffe, wenn wir Glück haben... Ja, das könnte klappen. Wir sitzen beide in einer romantischen Ecke. Ja, wunderschön. Ah, komm. Bitte nicht ficken. Ja. Sieht super es gut scheint. Aus, aber wir müssen nochmal... Ich hoffe natürlich, dass wir jetzt die zwei Stellen loswerden. Das wäre natürlich ganz gut. Ja, doch, ich glaube ja. Schüttel die Cops ab, ja, ist klar. Genau, logisch. Und dann müssen wir wahrscheinlich die Karre einfach noch zum Simeon bringen. Die Karre sieht natürlich auch wie neu aus. Ja, geil, genau. geil. Perfekt. Ne, noch sieht's aus wie neu, glaub mir. Das dauert nicht lange. Das krieg ich schnell hin. Ja, also die Front sieht auch relativ okay aus. So. Nee, passt schon, wir haben ja alle Zeit der Welt. Aber ich glaube, wir werden eh nicht. Wir kriegen vielleicht ein bisschen mehr Geld, umso heiler die Karre ist. Soweit ich weiß. Aber okay. Auch nicht so unglaublich viel. Ah, okay, die anderen müssen jetzt natürlich die andere Karre holen. Ich hoffe, die verpeilen das jetzt irgendwie nicht. Sind die eigentlich noch hier drinne? Ja, die sind noch drinne. Ich habe keinen Plan. Noch ja, dann scheint es jetzt zu klappen. Ich hoffe es natürlich. Ich schaue mal auf die Map. Jetzt ist gerade Pause angezeigt bei mir. Ja, genau, das bin ich. Und über meinen Kopf ist Pause, okay, weil ich gerade halt mir die Map anschaue. Ach so, ah. Ja, okay, der eine scheint versucht. Also scheint die eine Karre versuchen zu holen. Im Zweifelsfall müssen wir das auch noch erledigen. So. Alles bleibt an uns hängen. Aber der andere war auch jetzt irgendwie Level 18 oder sowas. Von daher ging das eigentlich. Ich hoffe, von daher denke ich, hat der schon ein bisschen Skill. Genau, also ich hoffe auf jeden Fall, dass der das hinkriegt. Ja, wie gesagt, Fakt ist natürlich die Sache, Gamepad wird auf jeden Fall auch wieder angeschlossen dann, weil momentan zocke ich noch über die Tastatur, was ja doch eher ein bisschen uncool ist. Ach so, okay. Naja, weil da macht sich dann, ich glaube beim Fahren macht sich das Gamepad dann ja, besser. Ja, auf jeden Fall. Und du hast, glaube ich, auch Auto-Aim dann, soweit ich weiß. So ein bisschen zumindest. So, das sieht doch ganz gut aus hier. Ja, also die erste Karre. Gar nicht mehr so, wer weiß wie viel. Zurückgebracht haben. Oh, sorry. Tut mir ja fast leid. Hier müssen wir jetzt. Und rein. Jetzt hier rein, Servicing? Ja, da müssen wir rein. Jetzt da hinten auf den gelben. Zack. Punkt. Ganz genau, getrieben und entspannt.
Ja. Noch ein Stück. Noch ein Stück. So, jetzt hat er schon. Nee, er hat automatisch gesprengt. Okay. So, wir müssen noch das andere Auto holen, weil unsere Mates natürlich mal wieder zu dumm sind. Soll ich mein Auto rufen oder sollen. Ach nein. Ich organisiere hier mal was kurz. Uns eins stehlen. Sogar schön in matt-schwarz. Natürlich, Mann, so wie ich es haben möchte, gerne. Ich setz uns den Wegpunkt, okay? Du siehst jetzt ja, wo wir hinfahren müssen. Ja, genau, ja, klar. Wobei unsere Mates schon versuchen, den zu holen. Ich weiß gar nicht, ob es sich noch lohnt, da hinzufahren, aber. Ja, klar, lohnt sich das. Das lohnt sich immer. Bei anderen lohnt sich das immer. Ja, die verfolgen den gerade schon. Yeah, U-Turn auf der Bahn. Wir könnten ja theoretisch hier einfach mal den verlassen. Ich weiß, es ist die falsche Seite, aber das stört mich jetzt gar nicht. Oh yeah! In GTA gelten keine Regeln. Oh, er wollte mir aufs Maul hauen, stimmt's? Aggro, ja. Der war richtig aggro. Oh. Ups. Das wollte haben ich die jetzt auf uns geschossen? Nee, oder ich hab geschossen. Achso. Bist du böse. Aber jetzt haben wir den wieder. Guck mal, jetzt ist der wieder blau. Die scheinen den verloren zu haben. Nee, sie haben ihn bekommen. Sie haben ihn bekommen, okay. Okay. Wir müssen, glaube ich, sogar jetzt zurückfahren. Okay. Hilft die Autos weißt zum Auto auszuliefern. Ah, nee, wir müssen hin. Genau, dann also jetzt hin, ja. Also ich gehe jetzt auf den lilanen Wegpunkt, den du jetzt markiert hast. Genau, ja, wir sollen jetzt mit denen mitfahren. Ja. Die kommen uns auch perfekt entgegen. Wir müssen sehr sie gut, gleich treffen. Sehr gut. Und dann müssen dann wir halt einfach nur mit denen mitfahren. Die Kiste ist sehr langsam, aber egal. Es geht sogar. Also für eine Straßenkarre geht's. Ist halt einfach relativ ungewohnt. Es gibt aber wirklich das schnellste Auto, was man, glaube ich, wirklich finden kann. Auf der Straße ist dieser mit diesen vier Löchern hinten drin, glaube ich. So, was macht unser Teammate jetzt? Der fährt vor uns weg, oder was? Na, zumal, wo will der hin, der Penner? Wir wollen doch eigentlich den da in diese Service Station wegbringen. Scheint ein gut ist. Oh, naja. Er hat's auf Tasche, wa? Okay, wir müssen jetzt hier abbiegen. Jetzt hier rechts abbiegen, ne? Ja. Alter, er hat's ja richtig drauf. Er ist ja fast so schlecht wie ich. Ja gut, schlecht bist du ja jetzt ja nicht. Dafür, dass du noch nicht so lange spielst. Wenn man schlecht, sagen wir jetzt mal, auf die Mission nicht checken. Wenn wir jetzt mal sagen, du kannst nicht gut fahren oder gut zielen oder so, dann ist ja was anderes. Aber der checkt ja anscheinend die Mission nicht so ganz. Wobei er sich ja jetzt wenigstens an die gelbe Linie... In die Richtung, ja, genau. ...bewegt sich jetzt ja wenigstens in die richtige Richtung. Der kleine Underdog. Oh my god. Oh my fucking god. Du machst wieder Stress hier, holst dir gleich wieder die Bullen auf den Plan. Nee, ich schieße ja nur die Reifen kaputt. Dafür gibt's ja in GTA keine Polizei. Ach so. Auch nicht schlecht. Ich sehe aber jetzt, die Karte blinkt. Die hat gerade geblinkt zumindest. Ja, vielleicht haben wir doch Bullen bekommen. Oh ja, du Sack, Alter. Oh, du bist so ein Lamer. Alter, ja klar, ich sehe den Stern ja blinken. Ja, für Reifen kriegt man nicht bei GTA. Nee. Naja, solange wir die Karre zurückbringen, ist ja alles gut. Ja klar, logisch. Und wir kriegen sogar EP um den Stern wieder. Fahr mal langsam. Ich merke es gerade. Ja, scheiße. Schönes Ding. Ich hab's noch in der Map gesehen. Egal, nicht und dachte mir, ein bisschen Action tut gut. Ja, genau, am Arsch, Alter, Action. Hauptsache, ich komm schnell genug weg. Ich glaube aber, wenn die Karre jetzt absetzen, kommen wir in den Ladescreen und dann... Ja, dann, weißt du, bei unserem Glück, dann schaffen die es nicht. Ah, sie sind aber da. Sie sind in die falsche Einfahrt gefahren. So hängt die Bullen ab wie ein Bro. Fahr einfach zu Semyon rein. Ich weiß nicht, ob sie uns jetzt gesehen haben. Ich steig einfach mal aus. Und wir müssen es geschafft haben. Jo, wir haben es geschafft. Perfekt. Läuft bei uns. Ja, wir kriegen halt jetzt nicht so viel, weil die Karren ein bisschen kaputt sind, aber... John. Gucken wir mal, was wir bekommen.
Na komm, ja, komm, das ist schon in Ordnung. So habe ich fast meine Knarre wieder raus, ja, alles cool. Genau. Nee, diese Mission, die bringst du. Du kannst jetzt einfach. Und jetzt musst du auf Gefällt mir sagen, genau, genau. Weil dann kriegst du mehr irgendwie. Das habe ich mitbekommen. Wenn wir auf Gefällt mir gehen, dann geht es jetzt sozusagen einfach direkt weiter, dann können wir direkt die nächste Mission spielen. Da müssen wir nicht halt so lange rumgeeiern. Weiß ich, wollen wir einfach noch eine Mission machen? Ja klar, logisch. Ach, los hier, zack, zack. Wir haben doch keine Zeit. Dann machen wir... Zufällig? Einfach hier drüben. Wo? Da, Rückführung. Hast du gemacht, jo, oder? Ja, genau. Okay, ich auch. Hast du da drauf? Ja, genau, jetzt. So, ich weiß jetzt nicht, ob unsere Freunde jetzt noch dabei sind. Wenn nicht, machen wir es halt zu zweit. Ja, klar, easy. Geht schon klar. Oder wir joinen halt jetzt in den Lobbys, kann auch sein, ich weiß es nicht. So, ja, sind wir doch noch zu dritt und das reicht ja auch. Wollen wir Schwierigkeit normal machen oder schwer? Gibt's denn mehr Kohle? Für schwer gibt's 0,25 mal mehr EP und Geld. Nee, komm, das lohnt sich nicht. Ja. Am Ende verkacken wir's. So, würde ich sagen, starten wir. Jo. Das ist auch der aus der letzten Mission. Ja, genau. Und der sogar der bessere, der andere war ja Level 7. Oh, ich hab dich beschissen, ich bin erst Level 10. Oh mein Gott, ich hab dich auch beschissen, ich bin Level 23. Und nicht 21. So. So. Ich weiß nicht genau, was wir jetzt machen müssen. Okay, wir müssen... Bring den Donator, also ich... Dominator, also ich würde sagen ein Auto? Irgendwie ein Auto, ja. Entweder wir müssen jetzt einfach nur eine Karre wohin bringen, das wäre natürlich ziemlich easy. Soft. Und der steht da auch schon direkt. Ich glaube... Aber wenn der da einfach nur so steht, könnte der natürlich bewacht werden. Das heißt, vielleicht gibt es jetzt ein bisschen... Ja, ich gucke, ob es gleich auf die Fresse geht. Ja, 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 klar, logisch. Warte. Oh, ja, oh, fuck. Moment, wir holen uns mal ein bisschen Deckung erstmal. Ja, wie viel hält deine Karre aus? Frage ich mal ganz blöd. Ein bisschen. Hat immerhin schusssichere Reifen. Geh einfach mal aus dem Auto raus, dann kannst du auch deine bessere Knarre nehmen. Kannst du ja Deckung hinterm Auto nehmen. Ey, das ist ganz gut hier. Das läuft echt gut. Ja, glaub mir. Also jetzt ohne Scheiß, also ich kann gut aus der Karre schießen. Ja, der nächste ist tot. Jetzt bist du mir im Weg. So, wo sind sie denn? Die sind weg. Jetzt kommt nochmal gleich einer. Kleinen ich nehme jetzt hier mal mein... Ja, mach du mal. Meine Gun und geh mal ein bisschen... Ja, geil, sehr geil. Wow, ja! Ein fetter ja, Truck überfährt mich. Läuft bei ihm, ja genau. Es kommt einfach ein NPC mit einem fetten Truck und er überfährt mich einfach. Na, Alter. Ich hasse NPCs. Kaum schießt mal jemand auf der Straße, überfahren die ihn einfach gnadenlos. So, wo ist dieser scheiß Dominator? Er steht da vorne, das ist ein... Oh, ich renn mal wieder weg. Ah, ich hab Angst. Ah, ich hab zurück, Angst. Nicht sterben. Ja. Nein, ich werd schon wieder umgefahren. Och, Mann. Ich hasse diese NPCs. Was haben die denn für Aggression? Ja, wir ballern hier Leute ab und reden von Aggression. Na gut. Ja, genau. Ich möchte mich mal hin ducken so ein bisschen. So. Oh, krass. Das ist so hässlich fett, dass man nicht sieht, wo die sind manchmal. So, ich komme mal dir langsam hinterher. Wie gesagt, ich habe die Hosen mega voll. Wir machen das jetzt einfach so langsam. Ich gebe dir ein bisschen Deckung. Oder nee, ich renn zu dem Auto, scheiß drauf. Ich kann dir versuchen, ein bisschen Feuerschutz zu geben, ja? Schlag einfach mal. Ja. Das sind nämlich echt viele. Ich bin gleich tot. Bist du tot? Gleich. Ja, fahr. Genau, fahr. Lass mich einsteigen. Ich ohne mich wegfahren. Ja, mach, komm. Zack. Oh, fahr. Ich bin gleich tot. Aber jetzt habe ich schon wieder ein bisschen, Und jetzt kommen die garantiert hinter uns hinterher, aber dann kannst du deine geile Kniften-Taktik zeigen. Und dann schießt das ordentlich los. Oder sie verfolgen uns sogar gar nicht bis jetzt. Oh, sehr geil. Dann sollte ich ihn ja jetzt nicht so dolle kaputt machen. Genau, ne? Genau. Könnte sein. Kriegen wir ein bisschen mehr Geld. Das sieht sogar noch ganz okay aus. Also solange ich irgendwas abfliegt. Gibt's noch extra Punkte. Unser Freund steht einfach immer noch AFK am Spawn rum. Der dachte sich, hey, ich bin einfach mal AFK. Oh ja, und jetzt zieht er mit die Kohle ab, oder? Dann müssen wir ihn erschießen. Nee, dann haben das wir, glaube ich, Schwein. Sogar verloren. Ja, nee, so Leute. Okay, nee. Es kann auch einfach sein, dass er disconnected ist, dann kriegt er nichts von der Kohle. Dann versucht er nämlich auch gerade, entweder er ist komplett disconnected oder er versucht gerade die Mission alleine zu machen. Bloß wenn du sagst, er steht noch da, dann ist er ein bisschen schwierig.
Na, ich weiß nicht. Also wir schaffen es jetzt auf jeden Fall. Ja, klar schaffen wir es. Er kriegt halt jetzt für nichts die Kohle, aber... Na gut, komm. Oh! Das war knapp. Ach, das war nicht knapp, Junge. Das können. Das war YouTuber-Skill. Ja, genau. Schön. So. Läuft. Oder? Ja, passt. So, gucken wir. Nee, der steht noch nicht perfekt. Ach so, okay. So unnötig, man muss einfach so. Wir mussten jetzt einen Millimeter weiter vorfahren. Yeah! Thank you, my boy, thank you. I am honored to call you my son. By another mother, if you know what I mean. Ah, peace and love. You have done peace and love. Ja, ja, war ordentlich Arbeit hier. Mal schauen. Ja, gut, 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 dass ich die Panzerung gekauft hatte. Ja, ja, vorher. Auf jeden Fall. Oh, 6000, oh, 7000. Schade. Ja, es geht, es geht. Mein Level hat sich erhöht, der Rang. Heißt, haben wir noch Zeit für eine Runde? Ich weiß nicht, wie viel wir. Natürlich. Spielen. Ja, na, auf, dann auf jeden Fall, komm. Ach, klar. Dann ist Scheiß der Typ jetzt, Mann, der AFK ist, nicht mehr dabei, das ist natürlich geil. Können wir jetzt einfach, also, einfach nochmal eine Runde. Ich hab fortfahren gedrückt hier, so, was wollen wir machen hier? Topfahren, nee, das ist, ich weiß nicht, ob du schon gut fliegen kannst, ich kann nämlich auch noch nicht. Ein Job für einen Titan, das ist wirklich richtig nice, das wäre eigentlich, ich weiß nicht, wie lange nehmen wir schon auf, ich weiß es jetzt nicht. Ist egal. Ich glaube eine Viertelstunde erst oder so, also wir haben noch ein Momentchen. 20 Minuten bestimmt. Ja. Also dann lass einfach diesen Job für einen Titan, weil das könnte jetzt sogar ein Momentchen noch dauern, als Abschluss müssen wir machen. Och nee, nicht schon wieder so der Hongyang. So, leichte Panzerung, Munition für alle kaufen. Munition für alle heißt, sprich, für alle meine Knarren, richtig? Genau. Ah, jetzt ist eh zu spät. Echt? Oh, Alter. Sorry. Nee, nein, alles cool. Ich kann dir was. Safe. Nein, nein, alles gut. Mann, ich hab ja genug, so ist ja nicht. Ja gut, ich wusste nicht, dass du noch kaufst. Hab ich zu spät gemerkt. So, und das wird jetzt, wir müssen jetzt einen Titan klauen. Weißt du, was ein Titan ist? Nee, noch nicht, aber ist ja nicht dieser riesige Armee, dieses riesige Armeeflugzeug. Und der ist auch nicht mehr auf AFK, das ist natürlich ganz gut. Muss ich beeilen, sonst steigt der in meine Karre ein. Einmal schwupps. Schieß ihn ab. Drück F. Nein. Ich hab schon F gedrückt. Ja. Er ist nicht auf AFK, okay, gut. So, dann setze ich mir mal gerade den Wegpunkt. Ja. Da unten, ja, im Hangar im Flughafen steht's. Und es wäre gar nichts passiert, wenn er dir jetzt die Karre abgezogen hätte und beim nächsten Mal hättest du die Karre wieder gehabt. Nee, im Endeffekt kann er nicht einsteigen, die ist gesichert. Der kann nur, also meine Karre kann man nur als Beifahrer einsteigen, genau. Das kannst du im Interaktionsmenü übrigens auch einstellen, wenn du da eine Karre hast. Ja, wie gesagt, ich bin eh nicht so eine geldgeile Sau, beziehungsweise andersrum. An sich, ich will mir jetzt bringt das auch nichts, also wenn er meine Karre klaut, kann ich die mir dann vom Handwerker sozusagen widerrufen lassen. Der bringt mir die dann vorbei und wenn er sie zerstört, muss er halt dann bezahlen und dann kann meine Versicherung gibt mir das Auto dann zurück. Aber er muss dann halt, krass, die Versicherungskosten dann bezahlen. Okay. Also er bezahlt dann halt einfach irgendwie 10.000 Dollar. Nichts dafür, dass er mein Auto kaputt gemacht hat. Okay, ich mir krass wieder. Ja, ist eigentlich ganz cool gemacht. Nee, es wäre auch ein bisschen assi, wenn man sich in 750.000 oder wie viel auch immer das Auto jetzt gekostet hat, was man sich gekauft hat, kauft und es dann einfach kaputt gemacht wird und man das dann einfach nicht mehr hat. Ja. Ja, oh, das war der Typ. Danke. Das war der, oder? Ja, er crasht uns einfach mal weg. Ah, okay. Ja, ja, das ist ein kleiner Gangster, Mann. Wollen ja hier auch nicht mit cool Vollgas rumfahren, ne? Wollen ja auch langsam und gediegen durch die Gegend fahren. Genau, besonders auf der anderen Spur. Ja, gut. Ups. So. Ey, der will dich echt ficken. Echt jetzt? Müssen wir langsam, wir müssen jetzt... Warte mal, ich glaube, das dürfte reichen hier. Ich hoffe, ich fäll jetzt nicht den Jump, das wäre extrem peinlich. Oh, sehr gut. Und wir landen einmal auf dem Dach. Nee, nein, doch nicht. Wir kennen die GTA-Logik. Ja, ist schon, also wir sind perfekt an der Wand abgeprallt. Das war natürlich auch YouTuber-Skill. Natürlich. Da braucht jeder normale Mensch richtig Zeit für. Ja. Und ja, oh, fuck, YouTuber hier sind jetzt halt ganz viele Feinde, schätze ich jetzt. Okay, okay. Ja, da stehen sie schon alle. Das wieder als Sicherheit hier sozusagen. Ja, schon. Ja, das ist halt so das Einzige, was hier auf dem Feindfeld rumsteht.
nehme jetzt einfach eine Sniper, gern am besten hier immer hinterm Auto in Deckung. Genau, machen wir. Ich snipe jetzt einfach nach einer. Oh, da, ja, ja, ja. Oh, guck mal, da kommt irgendjemand von der Kamikaze auf uns zugerannt. Da vorne ist. Ja? Ja. Oh, dann wird's jetzt ganz schön kritisch. Wo ist denn mein Freund eigentlich? Wo bleibt denn der? Ach, der Freund ist kein Freund, Junge. Du müsstest aber noch ein Teamleben haben, oder? Ja, ja, ich hab noch eins. Oh, ich sterbe. Aber meine Knarre ist gleich tot. Ich sehe dich. Ich glaube, wir sollten langsam mal zum Flugzeug. In diesen scheiß Hangar rein? Jo. Alter, überfahr doch alle. Naja, aber das ist auch so eine scheiß Aktion, ich weiß. Der liegt da noch. Irgendjemand steht. Da sind noch welche. Ja, klar. Ich hab's nicht gesehen. Warte mal, ich guck mal. Ach so, das bist du. Okay. Ah, da, ich glaube ja, ich sehe irgendwas. Oh, das ist echt gerade kritisch. Wir müssen jetzt. Da, ja, ja, hinten. Rechts von der Halle. Also wir müssen jetzt diesen Truck da wegfahren und dann das Flugzeug klauen. Oh, meine Knifte ist leer. So. Ich jump jetzt hier schon mal. Ja, scheiße. Alter, sind da noch viele. Nee, ich bin schon wieder tot. Ja, es tut mir leid, aber ich konnte wenigstens ein bisschen helfen. Ja, dann versuche ich jetzt einfach. Ah nee, ich bin noch. Ich hab noch ein Teamleben. Jeder, der jetzt stirbt, ist komplett raus. Ja. Verstehe ich. Shit. Halt's Maul. Nicht hier von wegen sterben. Oh. Ah, ich werde schon wieder angeschissen. Jetzt sind wir im Hangar drinne. Ich noch nicht. Ich muss mich erstmal ein bisschen in Sicherheit bringen. Weil auf freiem Feld kann ich mich ja nicht ansatzweise irgendwie. Ja, ich. Also, ja, bring ich einfach mal in Sicherheit. Spiel einfach Defense. Wir müssen es irgendwie schaffen, diesen Truck da wegzufahren. Jetzt kommt wahrscheinlich schon wieder in den Kommentaren. Wie du sagst. Ihr Noobs. Ist doch total. Ach nein, da kommt nichts. Da kommt so nichts. Da freuen sich alle, wahrscheinlich. Dass ich am Spielen bin hier. Ja, das und glaub mir. So, und jetzt hier, wie gesagt, jetzt einfach immer der Erste sein, der ballert. Bist du schon tot? Nee, ich chill hier hinten im Hangar rum und warte irgendwie. Okay, ich probiere gleich, ich guck mal, auf der rechten Seite ist ja noch irgendwo einer. Schnell. Nicht sterben. Nee, auf keinen, Alter, auf keinen. Ich bin jetzt gar keinen Bock drauf. Drin. Da ist noch einer. Ich gucke. Rechts vom Flugzeug ist noch einer irgendwo. Warte. Ich sehe dich! Ja, ich jump hier hinten im Hangar rum. Ja, ich. Okay, hier bei den Containern sind noch welche. Ja, ich. Okay, gut, jetzt guck gerade. Ist da noch einer? Ich kann's. Ja, irgendwo ist. Irgendwo. Ah, hinten. Hinter mir ist einer! Ja, draußen stand nämlich auf einmal einer, hat einer gespawnt. Ich schieß ihn in den Arsch. Ja, er ist tot. Okay, fährst du den Truck weg? Steig in den Truck. Den Hammer hier. Nee, den anderen. Okay. Müssen wir jetzt wegfahren, damit ich starten kann? Oh Gott, Alter, so ein Titano, den muss ich dann auch noch landen. Soll ich, wenn du den weggefahren hast, kann ich auf dich warten, dann kannst du schnell einsteigen, wenn du Bock hast. Ich weiß nicht. Einfach wegfahren. Kann ich an dem Hammer vorbei? Ja, okay. Genau, das reicht schon, jetzt kannst du eigentlich schnell, wenn du willst, einsteigen. Aussteigen und hier bei mir einsteigen. Ja, ich probier's gerade. Oh fuck. Oh, wo bist du? Wo bist du? Ah, sie feuern dir hinterher! Nee, komm. Ja, ich gucke. Nicht sterben! Ja! Nein, Guso! Ah, wo ist der Eingang? Wo ist der Eingang, du Fotze? Nein! Oh Gott, jetzt bin ich auch noch. Gib Gas! Einfach nur Gas geben! Ich bin tot. Oh. Schade. Ganz gefällt. Nochmal? Ja, das war schlecht. Ich glaube, ich hätte G drücken müssen, um diese Tür aufzumachen oder so. Ich bin einfach nicht rein. Stopp. Kleine Panzerung kaufe ich mir. Geht es? Ja, fortsetzen. Fortfahren. So. Wiederholen hier, unten. Wo steht es? Unten wiederholen. Da, ja, genau, wiederholen. Wir hätten eben Schnellstart machen können, dann wären wir direkt da wieder gespawnt. Das haben wir jetzt ein bisschen verkackt. Egal. Letzter Versuch, würde ich sagen. Ich kann dazu sagen, ich weiß es einfach nicht. Ja, ich bin bei diesem Titan. Gut, jetzt kannst du aber immerhin hier noch ein bisschen den. Genau, ich kann mir jetzt noch wieder leichte Zeugs kaufen. Ach nur, die ist noch aktiv und ich kann mir jetzt nochmal komplette Muni kaufen. Okay, das war's. Perfekt. So, ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach Vollgas mit meinem Auto einfach hinten herein und stellen uns da hinten hinter einen Container, den ich gesehen habe.
weil der ist einkommt. Wenn dein Auto so viel aushält, frage ich mal ganz blöd. Ja, also bis da hinten reinkommen wir bestimmt. Okay, cool. Wir müssen halt bloß dann da hinten und überleben. Und dann ist es halt. So. Yeah, 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 yeah. Ich hau dich kaputt. Ich hau dich kaputt. Springst in meinen Arsch rein. In den Arsch. Arsch. So. Dann geht's wieder zum Flughafen. Gut. Versuch zwei also dahin. Okay, du nimmst deine eigene Karre. Perfekt. Okay, let's go. So. Ich hoffe wirklich, deine Stimme hört man, weil sonst sieht's echt ein bisschen scheiße aus im Film. Irgendwie schon, wenn ich die ganze Zeit am Labern bin und dann, ja, mit wem quatscht der denn? Ja, das wäre natürlich echt ein bisschen fail. Oder schade. Weil bis jetzt lief's ja echt gut. Bis jetzt, das, wie gesagt, das Spiel ist einfach leicht süchtig machend. Ist auf jeden Fall so. Und weil halt wirklich alleine mit der Online-Funktion halt, ist es einfach mega, mega fun auf jeden Fall. Mir geht gerade richtig einer ab, dass ich so gut hinter denen daherfahren kann. Momentan. Ja, ja, das ist irgendwie, ich weiß nicht, in Missionen sind irgendwie alle Autos irgendwie passen sich dann irgendwie an, ich weiß nicht, wieso. Nee, das geht darum, dass ich nicht die ganze Zeit irgendwo gegenfahre. Ja, ja, ach so, okay. Nee, weil du fährst genauso schnell wie ich und ups, jetzt bin ich falsch gefahren. Oh, ich auch. Du so rast einfach mal weiter. Nee, irgendwie ist es so, dass in Missionen die Autos irgendwie gleich schnell sind, weil. Ja, klar, macht ja auch irgendwo ein bisschen Sinn. Weil es kann an sich eigentlich gar nicht sein, dass dein Auto so schnell ist wie meins. Also außer jetzt. Das ist, jetzt kommen wir wieder zum YouTube-Skill. Nee, ja, genau, ja. Stimmt. Nee, ihr könnt einfach mal in die Kommentare schreiben, ob das so ist, weil ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Usos Auto 350 Sachen drauf hat. Oder nee. Natürlich, Mann. Ah, ich sehe hier gerade, hier kann man Looping. Nee, nicht ein Looping, aber ja, du musst, ja, jetzt, musst jetzt, siehst du mich auf der Map, weil wir müssen jetzt hier jumpen. Ja, ich sehe dich irgendwie. Oder ja, lass einfach in ein Auto gehen, oder? Sonst wird es ein bisschen schwer, da hinten rein zu drive. Nee, mit zwei Autos ist es ja viel besser, weil man da viel mehr Möglichkeiten hat. Dann flieg uns aber weißt nicht du? Gegen den Titan, okay? So, kleinen Moment. So. Wo stehst du? Du stehst da, ja, okay. Ich fahr jetzt hier über diese Rampe drüber. Oh, fuck. So, jetzt kommt wieder der YouTuber-Skill. So, ich lande auf der Laterne und lande dann gerade auf dem Boden. Seht ihr es? Und mein Auto dreht sich jetzt einfach mal ganz spektakulär. Nein, es dreht sich nicht! Was? Explodiert es? Nein, ich hoffe nicht. Jetzt, ah, sehr geil. So, ich race da jetzt einfach da hinten in diesen Hangar rein. Genau, genau. Stopp, stopp, lass uns, ja, so viel zum Thema. Lass uns warten, ich sehe nur noch die Rückleuchten abheben. So. Lass uns, ja, was denn, was denn? Ach, du wolltest einfach nur Gas. Erster sein, GG. Nein, 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 stopp, 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 nein, stopp, stopp, stopp. Wir ballern zusammen rein. Ja, dann okay, gut. Okay, bist du bereit? Okay, los. Let's go. Oh, nee, oh, nee. Überfahren am besten noch irgendjemanden. Ja, am besten, genau, der erste ist überfahren. Jetzt da hinten hinter diesen Containern. Weil hier hinten, so, jetzt können wir, nein, 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 steh auf. Ich mach links. So, okay, ja. Erstmal eine Knarre wählen. Gut, ich hab jetzt mein Cover. Ja, ja, oh, 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 Alter, was geht hier? Ja, hier sind echt krank viele. Ja, ich warte einfach. Ich warte, bis einer kommt. Und dann baller ich ihn über. Ich hab hier. Weil mein Skill ist ziemlich im Keller. Okay, okay. Wieder um. Oh Gott. Was? Ja, ich sehe. Also, es ist echt hier gerade riskant. Der erste ist gekillt. Ich hab irgendwie schon. Okay, du hast schon mehr, was? Ja, so. Aber es ist mit beiden Seiten sehr gut. Ja, sehr gut. Ich. Ja, ja, ich sehe hier noch was. Ja, auf der linken halt Seite kommt. Irgendwie müssen wir jetzt langsam. Ich kann einen Gastank anschießen. Sehr geil, okay. Gut, gut, gut. Läuft. Ich weiß nicht, guck mal, wir müssen jetzt, glaube ich, langsam vorgehen. Ich kann nicht erkennen, wo diese rote Punkte gerade noch sind. Ich gehe mal ein Stück weiter vor. Also es sind jetzt nicht mehr so viele. Oh, oh. Sag nicht, oh, das. Ja, wir haben noch ein Teamleben, also. Weil es spawnen halt immer mehr. Es spawnen immer mehr. Ja. Ich gehe jetzt zwischen die beiden. Ich schätze halt einfach mal, wir müssen jetzt langsam weitergehen. Ja, da vorne kommt so einer. So abartig spannend, Alter. Ja, da ist schon wieder der nächste. Die kommen halt jetzt einfach immer nach.
Ja, der ist auch gekillt. Genau, du hältst auch gerade drauf. Genau, ein Mann frei. Okay, aber irgendwann wird es weniger auf jeden Fall. So, ja. Jetzt in die Karre rein? Also nee, warte mal, da vorne sind noch Renten. Okay, noch ja, ich sehe gerade welche. Oh Gott, das wird echt kritisch, mein Leben, du. Ist nicht halt's mehr. Maul, du mit deinem Leben, Alter. Ich mit meinem Leben erstmal. So, hab noch einen. Okay, wir müssen jetzt... Ich jumpe rüber hier. Hinter dir ist einer. Also hinter, auf der rechten Seite hinter uns. Wir müssen jetzt irgendwie diesen Truck da wegfahren. Ich steig jetzt einfach ins Auto, fahr zum Truck. Fahr... Nee. Warte mal, wie machen wir das? Ich fahr jetzt einfach es muss irgendwie oben noch einer sein. Naja, ich sehe die da beide. Die stehen da beide oben. Oben, ja. Einer ist unten gewesen, der ist gekillt. Ja. Einer ist unten gewesen. Da ist noch einer. Wo? Jo. Am Flugzeug ist einer, sehe ich gerade, ja. Boah. Bist du das am Flugzeug? Nee, okay, dann gehe ich jetzt zum Flugzeug und kill den. So, warte. Ich fahre jetzt den Truck weg. Okay, der ist... Nee. Oh, ja, doch, der ist mehr, gekillt. Alter. Es kommt immer mehr. Scheiße. Oh, wegrennen. Immer wegrennen. So, warte mal. Ich fahre hier mit meinem Auto rum und kill ein bisschen. Du kannst vielleicht in der Zeit den Truck mal ein bisschen wegfahren. Okay, ich probiere es zu machen. Versuch dir Deckung zu geben. Aus meinem Car. Ja, das läuft. Genau, fahr einfach mal den Truck weg, fahr den. Genau, und jetzt kannst du eigentlich, glaube ich, jetzt schon wieder aussteigen und wieder zurück zum Flugzeug rennen. Damit wir dann so zusammen... Oh, da hinten ist schon wieder jemand gespawnt, einfach im Hangar. Ist nicht schlimm. Gechillt. Erstmal nachladen. Oder nee, der ist gar nicht im Hangar, der ist da... Nee, genau, ich kill den vorher. Ja, dass der uns nicht fickt. So, okay. Dann komm. Dann geht's zum Plane. Warte, ich kill den Bastard erstmal, warte. Okay. Weil es kommen halt immer mehr, nicht, dass du da jetzt hinten in der Corner da ist. Ja, so. Warte. Ich steck jetzt ins Flugzeug ein. Komm, also, komm. Der ist... Ein Plane. Ja, ich bin sofort da. Komm, weil... Oh, hinter mir! Vorne ist noch einer. Komm. Hast du den gekillt? Ja, komm. Okay. Okay. Kann ich jetzt rein, ne? Du dürftest noch rein können. Nein! Mach auf! Mach auf! Oh. Okay. Komm rein. Ich komm nicht rein. Hä? What the fuck? Hä? Das ist Logik. Okay, jetzt steig ein. Schnell F. 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 Warte. F drücken. Ja. Ja, oh, geht. Okay. Oh, mach Lack. Mach Lack. Egal, ich schieß alle kaputt. Ich hab keine Ahnung, wie lange das Ding braucht, um zu starten, ne? Deshalb fahr ich jetzt lieber mal auf eine Landebahn. Oder Startbahn, wie auch immer. Wir starten das Ding jetzt. Ja, hast schon oben. Oh, Glück, Alter, Glück. Oh. Was ein... Und wir sollen das Ding irgendwo hinbringen, richtig? Ja, und die erwarten uns doch garantiert schon wieder, die Assis. Alter, wenn du jetzt nicht fliegen kannst, dann hau ich dir aufs Maul. Ja gut, mit so einem Ding bin ich noch nie geflogen, okay? Und das sagst du mir jetzt, weißt du? Warte, okay. Also wir müssen jetzt da vorne irgendwo hin. Oh Gott, das wird gar nicht einfach, Mann. Oh, das war dumm. Wir lernen daraus, man kann mit einem riesigen Armeeflugzeug auch eine Schraube machen. Natürlich in GTA ist alles möglich. Ich kann bestimmt auch aussteigen, oder? Ja, würde ich aber eher nicht so empfehlen. Oh Gott, wir müssen das Ding jetzt landen, Alter. Wir nicht, du. Nur du. Ja, gut. Weiß gar nicht, ich geh mal ganz kurz in die First-Person-Sicht. Ich möchte mal gucken. Ah, du sitzt hier so schön neben mir mit so Schusswunden. Dankeschön. Du kannst ja mal V drücken. Also ein paar Mal. Ja. Dann sitzt du hier drinnen. Ich sehe dich. Yeah, ja, den Knüppel in der Hand, Alter, in der Hand. So, da vorne ist der gelbe Punkt. Also wenn es dafür nicht ein bisschen Kohle gibt, dann bin ich aber sauer. Was denkst du, mit wie viel rechnest du? Keine Ahnung, ich habe echt gar keine Idee. Aber ich hoffe, also das war jetzt ein bisschen... Ich würde mal sagen 25. Okay. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht enttäuscht. Okay, da vorne ist der Flugplatz. Oder? Vorne müsste der da sein. Nee, also ich sehe da noch nichts. Geh vielleicht einfach mal auf mich. Ist der nicht da vorne irgendwo? Ja, das ist schon noch ein bisschen. Ah, nee, da ist er doch. Nee. Doch, okay. Der ist hier.
Ah ja, ja, stimmt, da fängt irgendwie das Flugfeld an. Oh Gott, nee, Alter, nee. Das ist auch noch der in der Wüste. Na gut, es gibt gar keinen anderen. Ich mache einfach mal einen großen Bogen, ne? Ging jetzt hier mal so. Also im Guzua-Style hätte ich ja einfach mal einen Looping gemacht. Ja, stimmt, na gut. So, wir müssen jetzt hier drehen. Upp. So, wo ist der Flugplatz? Ich sehe Alter, nicht. Alter, Alter. Ich sehe ihn nicht. Schön. Ja, 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 doch, doch. In die Richtung ist richtig irgendwie. Müsste ungefähr doch hinkommen. Da ist er doch, da ist er. Ja, ja, ja. Ich sehe ihn. Erstmal. Also auf der Map ist er Fahrwerk, zu sehen, ja. Ja, 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 ja. Fahrwerk ist ausgefahren. Komm, das Ding ist schon. Scheiße, auf so eine Kacke musst du auch achten, ja. Ja, ja. Okay, gut. Wir müssen jetzt runter. Komm mal langsam runter, genau. Oh Gott. Wenn du es verkackst, sind wir beide tot. Ist ganz einfach. Oh! Oh, was war das easy? Das war YouTube-Skill. So. War natürlich. Und da das kleine, genau, das kleine Feld. Und dann haben wir es geschafft. So. Müssen wir da jetzt eigentlich geschafft haben, oder? So, jetzt latschen wir da mal hin. Ja. Bam, bam, bam. So. Gucken wir mal. Also, Experience gab es ja nicht viel dazu. Da siehst du, in 14.000. Ah, gut. Nichts. Aber immerhin Rang erhöht. So. Genau. Das soll es dann auch schon gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn das der Fall ist, dann guckt auch einfach mal beim Diesiax vorbei. Ich denke mal, der sollte auch mit GTA anfangen, oder? Ja, denk schon. Also, GTA wird, denke ich mal, auch jetzt demnächst anfangen, auf meinem Channel zu kommen. Und jetzt sagen wir erstmal enthalten, weil sonst würde es wieder weitergehen und ich auch gehe auf beenden und das sollte es dann schon gewesen sein. Ansonsten noch eine andere Sache in eigener Sache. Ich könnte mir nämlich sehr gut vorstellen, einfach mit allen anderen, was heißt allen anderen, aber mit anderen Abonnenten auch einfach mal zusammen zu spielen eine Runde, weil das... Ja, ich sag mal, bei COC ist das immer noch so eine andere Sache. Da hat man seine festgelegten Leutchen. Aber wenn ihr einfach sagt, ey, hier, ich hab mega was auf und der Guzua kann nicht mehr sprechen, ich hab halt mega was auf Tasche und kann das richtig gut, dann ist das natürlich auch kein Thema. Dann sollte man da auch irgendwie was gemeinsam auf die Beine stellen können, wenn wir zum Beispiel mal irgendwie eine Mission zu 8 oder sowas haben. Jo, genau, auf jeden Fall. So, das war's, Leute. Bis dann!